Hallo Caro, willkommen im Shelfie, Hi. grüß dich. Heute soll es einmal um deine neue Produktion für Jojo gehen, die wir da auch in Spiegelschrift ein bisschen hinter dir sehen. Heute ist der große Premierentag, du bist auf dem Filmfest in München unterwegs, oder? Ja. Sehr gut, sehr gut. Und vielleicht fangen wir mal ein bisschen weiter vorne an, Caro. Kannst du uns die Geschichte erzählen, wie du Schauspielerin geworden bist? Was hat dich dazu bewegt? Also erstmal ist das eine Sache gewesen, die mich schon als ganz, ganz kleines junges Mädchen total fasziniert hat. Und ich glaube, manchmal weiß man ja gar nicht so genau, wo kommt jetzt welcher Wunsch eigentlich genau her. Und umso älter und erwachsener ich werde, umso mehr bin ich mir bewusst über meine Liebe für die Psychologie und die Liebe so für also Menschen zu ergründen und zu verstehen. Und zu verstehen, warum welche Menschen sich wie verhalten. Und all das ist, glaube ich, so eine grundlegende Faszination, die mich total leidenschaftlich in diesem Beruf hält. Wow, voll die guten Voraussetzungen auf jeden Fall. Am 11.7., da startet deine neue Dramedy für Jojo bei Netflix. Kannst du uns einen Eindruck da vermitteln, worauf wir uns da freuen können? Also ich glaube, es ist auf jeden Fall schon echt auch dramatisch. Also es ist auf jeden Fall schon auch ein schwerer Stoff, aber unheimlich interessant, weil der, glaube ich, viel offenbart über Freundschaft in einem Maß, wo man sich fragt, was ist gesund, wann sind wir toxisch? Es geht um eine Trennungsgeschichte und der Film steht so ein bisschen unter der Prämisse, kann man sich überhaupt trennen, wenn eine Partei nicht mitmachen möchte? Und was können wir einfordern bei einer Trennung? Was sind wir einander schuldig? Sind wir uns überhaupt schuldig, wenn sich eine Partei versucht, irgendwie zu retten? Und ja, genau, wie kommt man da zusammen und wie trennt man sich da gut? Und wo verschwimmen Grenzen? Was ist Freundschaft? Wann fängt Liebe an? Muss man das überhaupt immer alles so definieren? All diese Fragen haben mich auf jeden Fall durch unseren Film begleitet. Ja, ich konnte schon reingucken und bin schwer begeistert. Also es hat mich unheimlich bewegt und ich möchte dir und dem Cast ein großes Kompliment aussprechen. Vor allem natürlich dir, weil du gerade da bist, aber auch die Regisseurin Barbara Ott, die Drehbuchautorin Stefanie Renn, die haben so tolle Figuren erschaffen und inszeniert und wunderbar gespielt. Also großes Kompliment. Vielen Dank, das freut mich so sehr. Voll schön. Wie sah denn dein Weg zu dem Projekt aus? Und was hat dich sozusagen an dem Buch sofort begeistert? Also mein Weg dahin war ganz normal über Drehbuch auf dem Tisch liegen. Willst du zum Casting gehen oder nicht? Und ja, ich hatte natürlich, also erstmal die Grundvoraussetzung, dass es zwei weibliche Hauptrollen sind, dass es um eine Buddy-Geschichte von zwei erwachsenen Frauen geht. Das hat mich natürlich sofort gereizt. Gerade ich auch als Frau, die sich für den Feminismus stark macht, ist es natürlich total schön zu sehen, dass da an der Stelle was passiert ist, was sich damit beschäftigt, dass eben, dass es auch mal um zwei erwachsene Frauen geht, die nicht nur dafür da sind, um irgendeine Love Interest zu spielen, um gut auszusehen, sondern wo es um so viel tiefschichtige Dinge geht, die eben auch uns begleiten. Genau in dieser Phase von diesem nächsten Step im Erwachsenenleben, wie gehe ich weiter, was für Entscheidungen treffe ich für mich oder kann ich für ewig daran festhalten, dass irgendwas auch funktioniert hat, als ich 16 war. Und ich finde, das sind einfach, das trifft auch so den Zeitgeist und das ist alles so interessant, dass ich natürlich sofort begeistert war. Aber wie viele Filme kennen wir über zwei Männerbuddies, ne? Da gibt es etliche, da gibt es so, also es ist ein ganzes Ding und das hast du von Frauen halt kaum. Ja, hier flattern gerade die Herzen rein, also große Zustimmung von den Zuschauenden. Im Grunde hast du auch schon meine nächste Frage beantwortet, warum die Rolle für dich genau die richtige ist, und auch welche Moral ihr mit dem Film vermitteln wollt. Und deswegen finde ich es auch richtig toll, dass der jetzt umgesetzt wurde und bei Netflix, glaube ich, nicht nur ein nationales, sondern hoffentlich sogar ein internationales Publikum begeistern wird. Ja, wir werden sehen. Also ich finde es ist natürlich wahnsinnig interessant, weil ich finde, Paula und Jojo zwei Frauen sind, die eben so ihre ganz eigene Agenda haben und auch so viel Mut zur Hässlichkeit mitbringen. Also ich hoffe, dass ich damit auch irgendwie ein Vorbild sein kann,
das Ehrlichste, und es ist ja so absurd, weil eigentlich macht Paula Sachen, die so krass sind, dass man sie teilweise hassen müsste. Und das Wichtigste für mich war, wie schafft man es, sie so nachvollziehbar zu gestalten, dass Leute trotzdem noch mit ihr mitgehen und sie irgendwo mögen. Und ich glaube, das kommt durch diesen Aspekt der Authentizität, dass einfach, dass Frauen so lange beschränkt wurden auf dieses, okay, ich bin da und sehe gut aus, bin eine gute Hausfrau, eine gute Mutter, sondern eben, also das, wir konnten da so viel spielen von dem, was eigentlich immer nur so übrig war für männliche Rollen. Und das ist einfach was total Besonderes. Und dieser Sache bin ich mir bewusst und unendlich dankbar dafür und hoffe, dass da jetzt noch mehr folgt auch von. Yes. Wie viel Raum für Improvisation gab es denn dann am Set für dich und für euch? Also es gab schon Raum für Improvisation auf jeden Fall. Barbara ist da ein großer Fan von, weil Barbara ist, glaube ich, genauso ein Authentizitäts-Junkie wie ich. Und wir haben teilweise schon, also wir auch als Dreiergespann mit Barbara und Nina, war das so eine intensive Arbeit von nochmal alles nochmal neu denken. Und okay, jetzt haben wir gestern das gedreht, das Gefühl aufbekommen. Sollen wir vielleicht was ändern, was die Szenen morgen angeht? Und dann total mit einer Idee in den Drehtag gestartet, wo dann was ganz anderes bei rausgekommen ist, als es vielleicht mal geplant war. Und das, also da gab es schon viel Platz für Rock'n'Roll. Super. Und kannst du das benennen, welcher Teil deiner Arbeit dich am stärksten herausfordert? Also da gibt es bei diesem Film jetzt tatsächlich ein total gutes Beispiel. Also natürlich ist es immer krass, sein Ich kurz gehen zu lassen und sozusagen seinen Körper einer anderen Psychologie zu schenken. Das ist auf jeden Fall eine Herausforderung. Ich glaube auch für Menschen, die sensibel sind. Also ich würde mich schon auch als hochsensiblen Menschen beschreiben, immer so eine Sache von, wo ziehe ich Grenzen. Also da habe ich auch viel bei diesem Film gelernt, wie sehr lasse ich mich einnehmen von dieser Energie, die eine Figur mitbringt und wann finde ich wieder zurück zu mir. Eigentlich eine Sache, die ich manchmal auch so ein bisschen belächelt habe, wo ich dachte, ja, wenn du irgendwie reflektiert und stark mit dir bist, dann musst du doch da schnell wieder den Weg rausfinden. Aber was ich jetzt gemerkt habe, ist, umso unterschiedlicher, also umso mehr anders diese Figur ist, jetzt in diesem Fall mit Paula, umso schwieriger fiel mir das, da wieder bei mir anzukommen tatsächlich. Und was war jetzt Welcher Teil dich am stärksten herausfordert? Also sicherlich die Figur dann zum Leben zu erwecken, oder? Ja, aber was mich tatsächlich war bei diesem Dreh, was ich so auch noch nicht hatte, die körperliche Herausforderung immens, weil ich bin eine absolute Frostbeule und ich hasse Kälte über alles. Für mich stand die ganze Zeit, gab es so einen Stressfaktor, und das war, dass es eine Szene geben sollte, in der ich in die Nordsee muss also Nina und ich in die Nordsee müssen für 1 bis 2 Stunden so. Und im Mai ist die halt 5 Grad kalt. Und das ist natürlich eine Sache für sich. Und ich dachte so, oh mein Gott, wie soll ich das überleben? Also das ist für mich auf jeden Fall machen, weil ich will natürlich diesen Film besonders gut machen, aber war für mich ist also wirklich direkt schon ein super krasses Thema. Dann hatte ich Kaltwassertraining vorher und habe eine Blasenentzündung bekommen. Oi, nee. 2 Wochen vom Dreh eine übelste Blasenentzündung, die ist dann hoch in eine Nierenentzündung gewandert. Und du kannst natürlich nicht, das ganze Team ist natürlich auf dich angewiesen. Und wenn du in jeder Szene bist, was ja mega toll ist, worauf man ja hinarbeitet, worüber man sich so freut, denkt man dann, oh mein Gott, wenn ich nur, also weil ich konnte da nicht mal richtig zum Arzt, weil wir dann Nachtdrehwoche hatten und dann konnte auch kein Arzt irgendwie. Ich habe kein Antibiotikum verschrieben bekommen. Es war eine körperliche Belastung, wie ich sie so auch vorher noch nicht wahrgenommen habe. Und dann ist es aber dann irgendwie am Wochenende, hat es dann irgendwie funktioniert, dann habe ich ein Antibiotikum bekommen. Dann ist sie nach 2 Wochen endlich weggegangen. Dann haben wir den Drehteil auf Sylt gestartet. Und dann kam natürlich auch diese Wasserszene noch auf mich zu. Und die habe ich dann meiner Meinung nach echt gut durchgestanden und dafür ist sie jetzt aber nicht im Film. Super Pointe, leider. Rausgeschnitten wurde, aber ja, so ist es. Vielleicht war dieser Druck auch irgendwie wichtig für die Art von Energie und so, aber Mann. Also Barbara, wo ist die Szene? Okay, Caro, wir haben also gelernt, du machst deine Stunts alle selber. Am allerliebsten mache ich das tatsächlich. Wenn ich kann, würde ich wirklich alles. Da? Jetzt bist du ja da. Ja, also am liebsten würde ich alles immer selber machen, aber da gehören ja leider manchmal auch so eigene Regeln dazu und dass man natürlich
Darsteller nicht gefährdet, weil man in einem gewissen Zeitraum mit denen weiterdrehen muss und so. Ja. Das ist anders als zum Beispiel in Amerika, wo die dann mal eine Woche Pause machen können, weil die Hand gebrochen hat. Mhm. Jetzt kommst du bei mir leider nur noch ein bisschen brüchig an. Hat sich bei dir irgendwas geändert beim Empfang oder so? Nee, eigentlich gar nicht. Eigentlich ist nur mein Social-Media-Limit-Ding angegangen. Du wirst jetzt gedrosselt, alles klar. Ja, aber eigentlich müsste es jetzt wieder normal funktionieren. Also ich bin im WLAN. Ja, 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 ja. Jetzt klappt es auch wieder flüssiger. Schön, schön. Jetzt hast du quasi mit einer großen Krankheit auch am Set zu tun gehabt. Wie hast du denn dann das geschafft, da die Stimmung aufrechtzuhalten und dich davon nicht so, sagen wir mal, runterziehen zu lassen? Ja, also das ist, ich weiß nicht, das ist eine Frage. Also natürlich kann man nicht immer total gegen das Menschsein gehen. Und das ist auch eine Sache, die ich für mich und auch weitertragen möchte, als auch gerade Schauspieler, Schauspielerinnen, die neuer in dem Beruf sind und sich einfach so ein bisschen nicht immer trauen, vielleicht unbedingt für sich einzustehen und so. Ich glaube, ein ganz wichtiger Aspekt ist, dass dieser mit diesem immensen Druck, der mit so Hauptrollen und so auch einhergeht, ist trotzdem zu verstehen, man ist Mensch und sowas kann passieren und man muss schon irgendwie darauf schauen, dass es einem dann wieder gut geht, in dem Sinn von, man muss irgendwie versuchen, sich Pausen einzubauen, man muss das mit dem Team kommunizieren, damit Rücksicht genommen werden kann und so. Also ich glaube, das Wichtigste, wie man sich oben hält, ist auf jeden Fall Selbstliebe und darauf zu achten, dass man schnell wieder fit wird. Super. Und wie gelingt es dir, deine Akkus wieder aufzuladen, wenn du dann nach einem langen Drehtag nach Hause kommst? Machst du dir den Fernseher an oder was ist dann dein, wie kommst du wieder zu dir und so? Ja, also das Ding ist jetzt, wenn wir jetzt das Beispiel Paula als Rolle nehmen, hat man leider nicht wirklich die Zeit dazu. Weil man froh ist, glaube ich, wenn man um die 6-7 Stunden Schlaf pro Nacht kriegt. Deswegen geht man sofort ins Bett. Aber am Wochenende haben wir, also es war richtig cool, weil unser Dreh, also die Frau von unserem Produzenten, die hat Yoga-Stunden gegeben und so. Und es war eher, also, dass wir dann losgereist sind mit unserer Produktion und auf Sylt waren und danach ja auch in Dänemark. Das war total der schöne Zusammenhalt. Und das hat einem natürlich auch voll viel Stärke gegeben, dass die Leute alle so toll waren und alle so wussten, dass da vielleicht was Besonderes entsteht, was wir gerade machen. Yes. Und was für mich auch immer ein echtes Energietanken ist, ist so ein bisschen was mitzubekommen vom Film. Also wir hatten ein Bergfest und da haben wir die ersten Szenen gesehen. Und wenn du dann siehst, was du da bisher gemacht hast, das ist schon auch nochmal ein richtiger Antrieb. Ah, oh, cool. Das heißt, da wurde direkt mit dem Material schon was geschnitten und ihr konntet schon so ein bisschen reinschnuppern. Super. Ja, genau. Besten Fall, also ist cool, bei manchen Produktionen gibt es das, dass du eben so ein Bergfest über ein Bergfest hast und da werden dann die ersten Szenen schon mal gezeigt, dass man so ein bisschen einen Einblick kriegt von dem, was man da macht. Ach, schön. Und wenn du dann mal ein seltenes Wochenende auf der Couch verbringst, was für Serien und Filme begeistern dich so? Was hast du dir vielleicht zuletzt angeguckt, was dir als besonders gut in Erinnerung blieb? Also ich hab eigentlich zwei Lieblingsserien. Das sind einmal Pose, liebe ich. Aha. Yes. Die ist so toll. Und dann ein anderer All-Time-Favorite von mir ist Big Little Lies mit Nicole Kidman und Reese Witherspoon. Und also das ist auch was sehr, also tiefsinnig. Also ich liebe so Sachen, vor allem die schon auch ein bisschen unter die Haut gehen und gefühlt sind und psychologisch wertvoll und so. Das ist auf jeden Fall mein Ding. Und ich liebe Serien. Ich liebe auch Filme, aber ich liebe auch Serien. Da hast du auf jeden Fall zwei sehr schöne Beispiele rausgesucht, die, wie ich finde, auch eine gewisse Ähnlichkeit vom Tiefgang für Jojo mitbringen, ne? Weil das sozusagen Humor und Drama auf eine ganz besondere Weise vereint bekommen. Alles, ja. Also das ist ein wunderschönes Kompliment. Danke dafür. Sehr gerne. Wie würdest du denn sonst so die Beziehung zu deinem Fernseher beschreiben? Habt ihr eine gesunde, gute Beziehung? Oder schafft er es manchmal, dich zum Binge-Watchen zu verleiten, obwohl du das gar nicht willst oder so? Ich bin tatsächlich total die konsequente Person. Also ich kann auch mittendrin, es ist immer ein Kampf, aber ich kann auch einfach meinen Finger zwingen, auf die Stopptaste zu drücken und dann irgendwas zu machen, was ich machen muss. Außer ich habe halt wirklich Zeit, dann gönne ich mir das mal. Aber ansonsten, ich kann auch mal nicht...
Also ich habe keinen Fernseher, ich habe eben nur mein MacBook, auf dem ich gucke, und dann kriege ich schon Augenschmerzen, wenn man zu lange drauf sieht. Ah ja, gut, das ist natürlich auch ein gutes Hilfsmittel, um dann nicht zu lange sozusagen vor zu versumpfen. Ja, obwohl natürlich, ich meine, also Pose und Big Little Lies sind auf jeden Fall Sachen, die ich gebingewatcht habe. Das kann man schon so sagen. Es war schon so krass, dass man, ja. Ja, fair enough. super, dann hast du mir erstmal alle dringlichen Fragen beantwortet. Und ich wünsche dir heute noch einen ganz tollen Premierentag. Lass dich feiern und wirklich zu Recht Glückwunsch für die tolle Produktion. Und ja, liebe Grüße ans Team. Richtig aus. Vielen, vielen Dank für das schöne Gespräch. Sehr gerne. Mach's gut, Caro.